am nächsten Tage, schon in der Mittagszeit, habe ich mir gedacht, ich nehme noch mal ein Video im Jahr 2023 zum letzten Mal in Spanien auf, hier vor Ort, vom Hotelzimmer. Dieses Zimmer habe ich halt als Late-Check-Out halt noch mal gebucht. Das heißt, ich kann dann bis zur Abfahrt meines Busses noch in diesem Zimmer mich aufhalten. Habe dafür gestern noch mal 50 Euro an der Rezeption bezahlt. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen. Ich sage auch mal auf Spanisch: Bienvenidos una nuevo video. Ich zeige euch jetzt nochmal das tägliche Ambiente nochmal von Canea, und ja, halte ich auch in den meisten Zeit den Mund, um das einfach mal das Flair der Kleinstadt Canea auf euch mal wirke. Ich hoffe, dass ich dann noch hier vielleicht einen vorbeifahrenden Zug noch hören werde oder noch mit aufnehmen. Noch die Möglichkeit habe, einen Zug mitzufilmen, der hier mal im Hotel vorbeifährt. Bevor es dann für mich heute Abend in diese Richtung nach Hause geht, nach Deutschland. Leider nichts ändern. Ich habe leider auch kein externes Mikrofon. Letzten Tag ist es in Spanien halt windig gewesen, und auch heute ist es windig. Da hinten ist die Autopista, nämlich Autopista C32 ist das. Wahrscheinlich katalonische Katalunya, irgendwas mit Katalunya. Tres y dos. Bei den Bergen sind auch Häuser. Letztes Jahr habt ihr das ja auch schon mal gesehen, wo das ja auch das Gewitter von dort aus herkam. Niedergeschlagen ist hier komplett auf Kalea. Krankenhaus. Links davon, dem Krankenhaus, städtische Trauer, ist jetzt zwar nicht so prickelnd, aber gibt es halt hier in Spanien nicht am Friedhof, sondern wahrscheinlich direkt angeschlossen am Krankenhaus. Spanischen Friedhof habe ich euch ja auch mal gezeigt. Vielen Dank dafür für die fast 500 Aufrufe, die ich dort gemacht habe, die dort erzielt worden sind. 500 Aufrufe. El Cementerio de Calea. Da bin ich zu Fuß an der Strandpromenade hier lang gelaufen bis zum Stadtrand von Calea, und dort befindet sich das El Cementerio de Calea. Konnte ich einmal kurz einen kleinen Abstecher mal auf dem Friedhof machen, um euch das mal zu zeigen, wie in Spanien im südländischen Raum bestattet wird. Es ist halt nicht so gang und gäbe, dass man halt unter die Erde gepackt wird. Gibt es zwar die Bestattungsart auch hier, wurde erst 1900,
63, glaube ich, erst von der katholischen Kirche halt auch erst. Akzeptiert, seit 1963 akzeptiert die Feuerbestattung, die kann, ist natürlich hier auch möglich. Ist bei uns nämlich meistens verbreitet, Feuerbestattung. Wenn ich heute heimreise, kann man auch heute mal ein bisschen über traurige Klamotten auch reden. Ich bin auch nicht 100% begeistert davon, dass ich jetzt heute nach Hause fliegen muss. Ich glaube, im Feedback-Video habe ich auch gesagt, am liebsten würde ich gerne hier wohnen. Ich bin natürlich auch bereit, nachdem ich die Sprache Spanisch einigermaßen kann, halt Katalanisch dann noch nebenbei noch zu lernen. Das kann man ja auch bestimmt vor Ort hier machen, in eines der Escuelas hier. In Las Escuelas. Da hinten, das sieht man jetzt im Video, doch ein bisschen sieht man das. Da hinten fährt ein Kreuzfahrtschiff. Ich gehe jetzt gleich noch Mittagessen noch hier im Hotel. Das steht mir halt noch zu. Nehme ich noch meine letzte Mahlzeit hier noch vor Ort zu mir. Danach gehe ich dann hier ins Zimmer rein, packe meinen Koffer und bin dann so etwa so pünktlich zu 15 Uhr dann halt verlasse ich dieses Zimmer. Weil leider haben die Hausdamen dann halt, wollten die hier schon rein, um das Zimmer zu reinigen. Irgendwie kam das beim Reinigungsteam nicht an. Das ist schade, dass man das denen nicht mitgeteilt hat, dass bei 902 ein Late-Checkout gebucht worden ist, dass ich jetzt halt noch auf dem Zimmer bin. Wenn man das jetzt wahrscheinlich so nehmen würde, habe ich jetzt so einen Tarif gebucht, so eine Verlängerungsnacht sozusagen, ohne Verpflegung wahrscheinlich. Könnte ich jetzt quasi noch bis morgen sogar noch übernachten. Nächstes Jahr auf jeden Fall werde ich dieses Hotel wieder buchen. Ich habe dann auch schon auch jetzt in den letzten Tagen gesagt, ich fahre nach Österreich. Dann fahren wir lieber nächstes Jahr nach Österreich. Ich werde auch versuchen, wieder was auch sehr positiv anmerkbar ist, war, dass ich auch diese Aussicht bekommen habe, die ich dann auch gewünscht habe, bei dem Reiseveranstalter Schau ins Land reisen. Die haben das dann halt in Englisch dann halt auch als Bemerkung reingeschrieben. Reisebegleitung ist auch sehr nett, eine nette Dame. Ich habe zwar diese Frau jetzt zwar nicht persönlich gesehen, aber da ich dann glücklicherweise gestern zum Beispiel in der Kirche war, das musste ich einfach mir nochmal gönnen, diesen Gottesdienst gestern. Mal zu einem Thema zu sprechen, was jetzt vielleicht nicht jeden interessieren wird. Wer zum Beispiel eine sexuelle Orientierung an gleichgeschlechtliche Personen hat, so wie ich zum Beispiel, hat es leider auch in Spanien ziemlich schwer. Partner zu finden. Wahrscheinlich ist das hier in Spanien auch gang und gäbe, dass hier keiner mehr
Interesse daran hat, eine feste Beziehung zu führen. Und wahrscheinlich gerade rechtlich mit Leuten aus anderen Nationalitäten. Da bin ich halt offen. Ich hätte mich gefreut, wenn ich jetzt jemanden hier in Spanien auch als Spanier kennengelernt hätte. Habe ich auch, ja, wie ich das in den letzten Tagen gesagt habe. Mit dem habe ich ein paar Mal getroffen, in der Kirche und auch hier in der Stadt. War auch bei ihm mal zu Hause zu Besuch. Wo er wohnt, werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, aus Datenschutz. Ich bin mal gespannt, ob dann nächstes Jahr dieser Kreisverkehr dann bald fertig ist. Ob der wieder dann begrünt wurde. Ob er dann jetzt in Zukunft dann noch begrünt wird in der Mitte. La Rotunda. Ich finde es halt auch ein bisschen ärgerlich, dass ich mich jetzt halt auch in der letzten Zeit auch nicht so beschäftigt habe mit der spanischen Sprache. Da kann ich mir selbst in den Hintern beißen, wenn man so athletisch wäre. Dann wäre das vielleicht auch etwas einfacher hier gewesen im Urlaub. Ich habe den Urlaub auch sehr genossen, auch dieses Zimmer hier, auf dem ich jetzt gerade auf dem Balkon stehe. Mittagszeit habe ich mich auch meistens auch hier aufgehalten. Ich weiß nicht, ob das im Spanischen auch nach Fiesta. Fiesta ist eigentlich Fest. Feste. Las Fiestas. Die Party oder die Feste. Gestern auch an der Kirche. Ich schwenke mal so ganz langsam auch dorthin und zeige dann auch mal ungefähr da, wo da rechts neben der Kirche ist, ja, so ein kleiner Platz. Dort ist so eine feste Bühne, El Tablao. Dort ist wohl sogar ein Tanzkurs, so ein Crashkurs für einen Tanzstil in Spanisch-Tanzstil präsentiert und konnte man halt als Bürger dann halt lernen. Das ist auch sehr cool, dass man sowas halt meine öffentlich mal auf dem Marktplatz mal präsentiert. Dass man halt als Bürger dann gleich mitmachen kann. Wenn einem hier sogar Tanzschritte beigebracht. Ja, nur alleine macht es halt keinen Spaß, irgendwas da zu machen. Mit sich da alleine kannst du es auch nutzen. Ja, natürlich sehr weit verbreitet sind halt hier diese Roller, diese Mopeds. Hier in Spanien hat man noch wirklich Mopeds auch hier. In Spanien hat man so rote Roller, die es jeweils auch als Elektro-Scooter gibt. Nicht jetzt diese E-Scooter, die in Bautz in Deutschland in jeder Stadt überall verteilt rumstehen. Volt. Sämtliche andere Anbieter, Lime-Scooter, die siehst du ja auf jeden Fall hier nicht. Aber die sollen jetzt bei uns in Deutschland auch verboten werden. Was aber auch sehr trostlos ist, habe ich aber auch schon in mehreren Videos gesagt, da gibt es da so einen Wasserbrunnen hinter diesem Ticketstand.
Die Spanier sind halt dazu aufgefordert, Wasser zu spannen. Das heißt, da haben sie jetzt auch hier die ganzen Wasserspiele deaktiviert. Das heißt, sie sind auch nicht in Funktion, im Betrieb. Da sind halt ausgetrocknete Becken überall. Auch in Placa de Catalunya, wo viele Touristen auch hinkommen, aus aller Welt. Und da sieht man dann sowas hier in den öffentlichen Bereich, dass überall die ganzen Wasserbrunnen einfach mal so trostlos hier aussehen. Das ist echt schade, obwohl es jetzt in den letzten Tagen extrem viel geregnet hat. Zogen halt in der letzten Woche halt öfters auch Schauern durchs Land, die dann auch alle vom Meer aus auf uns zugezogen kamen. Apropos E-Scooter, wo ich ja gerade drauf angesprochen habe, bei uns müssen in Deutschland E-Scooter ein Versicherungskennzeichen haben, müssen quasi angemeldet werden. Und hier kannst du sie einfach kaufen und dann quasi aus dem Karton auspacken und dann damit losfahren. Du brauchst kein Nummernschild für deinen E-Scooter. Dann zieht man den Leuten bei uns in Deutschland noch extra noch mal Geld aus der Tasche, um den E-Scooter zu versichern. Es hätte mich gewundert, wenn man auch noch fürs E-Bike ein Versicherungskennzeichen bräuchte. So, dann habe ich jetzt mal genug erzählt. Lass jetzt das Video auch langsam mal zum Ende kommen. Was auch natürlich spanisch typisch ist, ist halt, dass auch auf vielen Dächern auch Pools sind, private Pools. Das Hotel Calella Palace hat auch Pools auf dem Dach. Da das rote Hotel da hinten, das ist auch von Hartop. Archetop, in Spanisch ausgedrückt. Mit diesem Archetop-Symbol. Meine Güte, warum müssen wir die Züge dann kommen, wenn ich die Kamera gerade zur anderen Richtung hinhalte? Das wollte ich doch mitfilmen. Wie der Zug an dem Hotel vorbeifährt. In der Nähe des Hotels. Ja, der Bahnhof ist geschätzterweise so 400 Meter von hier entfernt. Ist aber auch nicht so schlimm. Nächstes Jahr werde ich dann wieder so Monatsticket einfach kaufen, so Tarifzone 6. Das ist die größte Tarifstufe, da kann man wahrscheinlich auch bis nach Girona fahren. Barcelona und auch von Barcelona auch ziemlich weit weg fahren. Auch bis nach Tarragona und Sabadell. Ich glaube sogar bis kurz vor die Grenze nach Portbou. So, dann lasse ich jetzt auch mal das Video zu Ende kommen. Es stehen auch diverse Lieferfahrzeuge hier. LKWs, kleine LKWs. Da fährt ja mal die Bimmelbahn. Die fährt irgendwie heute ein bisschen anders. Nächstes Jahr, sobald ich weiß, ob ich zu dem gewünschten Zeitpunkt Urlaub bekomme, werde ich dann Hotelzimmer buchen, nächstes Jahr wieder hier in Calella. Mich wird Calella nicht mehr los. Als Tourist schon mal nicht mehr. Ich habe das auch in die Rezession bei Google reingeschrieben, im Hotel, in der Hotelrezession. Warum ich das wieder machen möchte nächstes Jahr.
Gerne würde ich das auch gerne auf Spanisch erzählen. Aber leider kann ich noch nicht so gut Spanisch. Ich kann zwar schon 200 Wörter auf Spanisch sprechen, aber sinnvolle Sätze wie sagen, ich mag Kalea und Spanien. Da müsste ich jetzt da leider auf Englisch ausweichen und sagen, I like Spain and the town Calais. Immer wenn ich die Kamera weghalte. Kommt immer ein Zug. Ich habe heute echt heute Pech. Vielleicht werde ich mal in Düsseldorf morgen auch mal unsere S-Bahn in Deutschland mal zeigen. Die heißen bei uns nämlich S-Bahnen. Da gibt es halt noch Unterkategorien. S-Bahn, Regionalbahn, Regionalexpress. Dann der Intercity und dann der ICE, der Intercity Express. Gibt halt fünf verschiedene Zugkategorien in Deutschland. Da hat man sich hier ein bisschen, sind in Spanien weniger Zugkategorien vorhanden. Gibt, glaube ich, Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien, die es bei uns in Deutschland zwar auch gibt. Dann halt auch so der sogenannte Intercity Express, so also Intercity. Vergleichbar bestimmt und halt auch die Rodalies, die dann halt hier, die in fast jeder Gegend unterwegs sind, wo auch sehr dicht besiedelt alles auch ist. Krankenwagen hört sich genauso an wie ein amerikanischer Krankenwagen. Die haben halt zwei verschiedene Sirenentöne. Wir in Deutschland auch. Dieses typisch bekannte Martinshorn wird dann manchmal auf Überlandgegenden, da ist nochmal die Bimmelbahn. Adios, Calais, Cayet, Hasta el próximo año. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Wollte ich eigentlich dieses Jahr auch mal machen, eine Mitfahrt zu filmen, so ein On-Ride auf dieser Bimmelbahn. Oder in dieser Bimmelbahn. Das habe ich ja damals in Lloret de Mar auch mal gemacht. So, beende jetzt endlich mal das Video. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Vielen Dank dafür, derjenige, der dann halt regelmäßig immer einen Daumen nach oben gibt. Wer das jetzt halt ist, sagt mir leider YouTube nicht. Auf jeden Fall macht derjenige immer einen Daumen nach oben. Unter die Videos, die ich dann halt drehe. Vielen Dank auch dafür für denjenigen, der das immer macht. Vielen Dank dafür auch bei dem einen Video, ich weiß nicht jetzt nicht, welches Video das war, wo ich 6 Daumen sogar nach oben bekommen habe. Unter einem Video mit 6 Daumen nach oben bewertet worden ist. Vielen Dank dafür. Kommentar hat mir leider keiner hinterlassen. Wenn ihr was auszusetzen habt, positiv oder negativ, nutzt gerne die Kommentare. Abonniert gerne auch meinen Kanal, wenn ihr das wollt. Wenn euch mein Kanal gefällt, aktiviert auch gerne die Alarmglocke, wenn in Zukunft wieder Videos, egal ob zum Let's Play oder zu Düsseldorf, gibt es noch in den nächsten Tagen ein paar Videos noch geben. Ich werde morgen nämlich ein paar Videos aus Düsseldorf noch hier veröffentlichen. Werde nämlich noch mal in der Sommerzeit noch mal reingehen, bevor ich dann am Mittwoch dann endgültig dann auch nach Hause fahre und auch froh bin, dass ich dann meine Wohnung
wieder in meiner eigenen vier Wänden wieder. Ich sage jetzt Adios La España. Hasta el próximo año. Y Calea. La ciudad Calea. Adios. Hasta el próximo año. Ich sage jetzt auch Tschüss und sage bis zum nächsten Mal und haut rein und Tschüss, Wikowski.